Herzlich willkommen wieder zurück bei unserer Sendung aus dem Bundestag. Und unser Gast ist heute Jansit Kizeltepe, SPD-Abgeordnete aus Kreuzberg, Friedrichshain und Prenzlauer Berg Ost. Ohne voll abzulesen. Sehr gut. Diesen Riesenwahlkreis. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Sie werden wieder antreten. Sie werden wahrscheinlich auf Platz 3 der Landesliste platziert werden am 20. Mai. Denn dann ist der entscheidende Wahlparteitag. Da wird das entschieden. Wir haben eben schon gesprochen über Ihren Flyer, den Sie schon haben. Dein Kiez regiert mit. Ich zeige es nochmal. Das finde ich einen tollen Slogan und vor allen Dingen ein schönes Bild auch dazu. Ein Problem sind die Mieten. Das wollen Sie noch ändern, das kriegen Sie aber wahrscheinlich nicht hin, dass das Mietpreisbegrenzungsgesetz geändert wird, weil die CDU nicht mitspielt. Sie nennen das höchst unsozial und das empfinden wahrscheinlich auch viele Mieter so. Was sind denn sonst Ihre Schwerpunkte, mit denen Sie in den Wahlkampf gehen? Also ein weiteres mietenrechtliches Thema ist natürlich der Verkauf von öffentlichen Liegenschaften. Und, zu Höchstpreisen. Zu Höchstpreisen. Leider ist die Gesetzeslage so im BImA-Gesetz, das ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die öffentliche Grundstücke eben verkauft, auch eine bestimmte Quote verkaufen muss, damit Gelder reingeholt werden für den Schuldenabbau. Und das tut sie zum Höchstpreisverfahren. Und in Verbindung mit der Bundeshaushaltsordnung, die so ist, wie sie ist, führt das dazu, dass Filetgrundstücke wie das Dragoner-Areal hinter dem Finanzamt Kreuzberg eben zu einem Höchstpreis an einen international tätigen Investor verkauft werden konnte. Das haben wir ja über den Bundesrat, über die Mehrheit im Bundesrat mit SPD-regierten Bundesländern, unserem Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahn, erreicht, dass der Verkauf gestoppt werden konnte, weil es einen Gremienvorbehalt gab. Also der Bundesrat musste zustimmen. Das ist so ab einer bestimmten Millionengrenze. Und jetzt haben wir das erreicht im Rahmen der Verhandlungen zum Hauptstadtvertrag, dass das Dragoner-Areal an das Land Berlin übertragen wird. Das ist auch gut so, weil das ist die einzige Fläche in der Größe, die noch zur Verfügung steht in Kreuzberg, die man nutzen kann, gemeinwohlorientiert nutzen kann, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Übersetzen wir das mal, Gemeinwohl, das heißt bezahlbare Mieten, genau, auf gut Deutsch. Genau. Das heißt, und im anderen Fall, wenn es ein Hedgefonds gekauft hätte, ja, was ja geplant gewesen wäre, Luxuswohnungen entstanden. Ja, zu genau. Mietpreisen ab 20 Euro Quadratmeter. Und damit das in Zukunft nicht passiert, wieder passiert, dass Tafelsilber so verscherbelt wird, damit da Luxus entstehen kann, muss man das BImA-Gesetz und die Bundeshaushaltsordnung ändern. Dafür setze ich mich schon seit Jahren ein. Aber auch hier blockt die Union. Sie macht das nicht mit. Sie möchte eben aus meiner Sicht verhindern, dass öffentliche Grundstücke genutzt werden, um bezahlbaren Wohnraum, bezahlbare Mieten zu erreichen. Ja, aber die Periode ist fast um, 4 Jahre. Ja, und Sie hatten 4 Jahre Zeit und es ist trotzdem nicht so richtig geschehen. Jetzt sagen Sie natürlich wieder, dann ist unser Partner schuld und wir mussten Kompromisse machen. Ja, andere Mehrheiten, eine andere Politik, so ist es nun mal. Andere Mehrheiten heißt, Sie sind ja von Anfang an für Rot-Grün gewesen. Rot-Rot-Grün gewesen und nicht für die Große Koalition. Ich erinnere mich, unsere erste Sendung hier, nachdem Sie gewählt worden waren, da haben Sie gleich gesagt, ich bin gegen die Große Koalition. Da waren Sie noch gar nicht im Amt. Das da ist richtig. Wir hatten, sich auch nicht geändert. Wir hatten einen Mitgliederentscheid dazu und das war noch im Vorfeld des Koalitionsvertrages. Naja, man muss schon sagen, unsere Schnittmengen sind mit den Parteien der Grünen und der Linken eben größer als mit der Union. Wir möchten eine sozialere Politik machen. Zum Beispiel eben in der Wohnungspolitik, indem wir Menschen bezahlbaren Wohnraum schaffen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und ein weiterer Punkt ist auch, was in meinem Wahlkreis sehr, sehr wichtig ist, vielleicht haben Sie das auch mitbekommen, Herr Brinkmann, dass Kleinstgewerbetreibende, also Tante-Emma-Läden, kleine Handwerker, Bäckereien auch vertrieben werden. Bisher hatten wir das ja nicht so im Fokus, das Gewerberecht für Mieter zu ändern, weil das Selbstständige sind, aber es trifft immer mehr Menschen, immer mehr Existenzen werden dadurch gefährdet. Und in Kreuzberg waren das zum Beispiel die Filou-Bäckerei, die Buchhandlung Kisch und Co. und die Änderungsschneiderei in der Oranienstraße. Weil es eine Lücke im Gesetz ist, weil man das nicht bedacht hat, dass Gewerbemieten auch geschützt werden müssen
Oder woran hat das gelegen, dass das Ja, plötzlich also diese Ausmaße das ist angenommen halt, hat? ja, das ist halt, also die Sozialdemokratie wäre auch nicht auf die Idee gekommen, Selbstständige zu schützen, weil das ist freier Spiel auf dem Markt. Aber bei diesen Fällen handelt Kann man es aber sich um nicht sagen, bei einer Kleinst, kleinen Bäckerei, ja, genau. freier Spiel auf dem Und sie Markt. sind schützenswert, damit eben auch die Sozialstruktur nicht zerstört wird, die wir haben. Und da kämpfe ich auch mit diesem Kiez, das ist eine Initiative in Kreuzberg dafür, dass wir hier Kleinstgewerbetreibende schützen. Hierfür habe ich in der Partei einen Antrag eingebracht, wie man das tun kann. Man kann zum Beispiel auch für angespannte Lagen, auch für Kleinstgewerbetreibende eine Art Mietpreisbremse einführen. Und dieser Forderung hat Eingang gefunden im Koalitionsvertrag in Berlin unter Rot-Rot-Grün und soll nun als Bundesratsinitiative hoffentlich dann eine Mehrheit im Bundesrat erreichen, damit wir auch bundesgesetzlich hier was tun können. Das ist nämlich Bundesgesetz. Und wie sind die Chancen? Ja, da müssen wir andere Bundesländer und am leichtesten geht es dann in den SPD-regierten Bundesländern Da auch fällt davon jetzt ja gerade über. wieder eins wahrscheinlich weg, Ja, ich Schleswig-Holstein. hoffe mal nicht, da Und ist hoffen Sie es mal ja noch nicht nächste Woche offen. Sonntag Nordrhein-Westfalen. Ja, das hoffen wir mal nicht. Also der Bundesrat muss mehrheitlich zustimmen und dann wird das dem Bundestag weitergeleitet. Was mir auffällt, nochmal auf Ihre Präferenz zu kommen, Rot-Rot-Grün auch im Bund. Sie sagen, die Schnittmengen sind größer bei Rot-Rot-Grün, als sie jetzt mit der Union sind. Eigentlich hat die Große Koalition ja gut funktioniert und eigentlich haben die Linken ein Programm, wo man auf außenpolitischer Sicht als SPD sagen müsste, so geht's nicht. Austritt aus der NATO, ja, Überdenken der EU-Mitgliedschaft und all diese Dinge, wo man doch eigentlich als guter Sozialdemokrat sagt, liebe Leute, so geht's aber nicht. Wie wollen Sie denn das hinkriegen? Also natürlich im Rahmen der Koalitionsverhandlungen und dann muss jeder auch Abstriche machen. Und wenn die Linke sich da in dieser Frage nicht bewegt, Die dann. sagen, das wollen wir behalten. Also jeder muss sich bewegen und wenn keiner bereit ist, sich zu bewegen oder einer der möglichen Koalitionspartner, dann funktioniert es eben Und nicht. dann gibt es wieder Dann, Große Koalition. naja, das wird der Wahltag am 24. September diesen Jahres entscheiden. Ja, aber man muss es ja auch ein bisschen vorher schon überlegen. Die Fragen kommen ja im Wahlkampf. Wie wollt ihr mit den Linken, die sagen, das sind unabänderliche Positionen, dann eine Koalition bilden, wenn die Ja. dabei bleiben? Und sie Also sagen ja gut, erstmal. jeder muss sich bewegen und wenn sie sich nicht bewegen, dann geht es eben nicht. Aber sie wollen das doch gar nicht. Also, das heißt, sie wollen, dass sie sich bewegen. Oder wollen sie auch, dass die SPD sich bewegt in den Bereichen, wo die Linken sagen, ihr müsst euch da bewegen? Schärfere. Also ich sage ja, jede Partei dieser Dreierkonstellation muss sich bewegen und dann muss man gucken, auf welchen Nenner man kommt. Und jetzt ist es so, wir sind im Wahlkampf, jetzt kämpfen wir für unsere Position, für die SPD und nach den Wahlen entscheiden wir. Ja, und dann hoffen Sie natürlich, dass das Ergebnis so ausgeht. Also, das kann man nach dem Ergebnis von Dafür gestern noch nicht so ganz sicher wissen. werden wir kämpfen, dazu werden wir unser Wahlprogramm Ende Juni beschließen. Und es werden viele wichtige Punkte, insbesondere mietrechtlicher Natur, da drin sein, Verbesserungen für Mieterinnen und Mieter. Und ich freue mich auf den Wahlkampf. Mietrecht ist ein Punkt, aber Sie werden ja noch andere Punkte haben. Ja. Aus der Erfahrung von 4 Jahren Große Koalition, ja, Sie werden wahrscheinlich wiedergewählt, sitzen wieder im nächsten Bundestag und werden sagen, aber die Punkte 1, 2, 3, mehr will ich jetzt nicht hören und nicht aufführen, die müssten wir als Sozialdemokraten unbedingt auch in der nächsten Regierung durchsetzen. Welche sind das? Neben Mietrecht, dann sind wir Der schon bei Punkt zweite, 2. ja, der zweite Punkt ist die Rentenpolitik. Wir haben in dieser Legislatur Verbesserungen erreicht bei den Erwerbsminderungsrentnern, aber keine grundsätzliche Reform in der Rentenpolitik. Und das wird leider die steigende Altersarmut in Zukunft auch nicht Also Rente ist verhindern Punkt können. 2 und Punkt 3, ganz kurz, wir sind Punkt nämlich fast am drei ist Ende. eine gerechte Lastenverteilung. Viele Menschen wünschen sich bessere Straßen, bessere Schulen, eine bessere Rente, günstigere Mieten. Und all das geht eben nur, wenn der Staat Vermögensteuer. stark ausgestattet ist. Und wir möchten eine gerechtere Lastenverteilung, indem wir hohe Einkommen stärker belasten. Ja,
bringt man. Vermögensteuer einführen. Dazu gibt es einige Instrumente. Dazu gibt es den Einkommenssteuersatz, den man erhöhen könnte für ganz hohe Einkommen. Darüber reden wir das nächste Mal noch. Wir treffen uns noch einmal vor der Wahl. Unsere Sendezeit ist leider um. Ich sage nochmal, der Slogan von Jansi Gesellschaft heißt Dein Kiez regiert mit. Finde ich ein toller Slogan. Also sprechen Sie sie an. Sie werden ja wieder demnächst auf den Marktplätzen und Straßen sein und Ihre Wählerinnen und Wählerinnen ansprechen. Ich bedanke mich, dass Sie heute da waren. Ja, ich Vielen muss mich Dank jetzt ein bisschen sputen, weil wir sind schon sprechen etwas Sie mich außer an Time. Im Wahlkampf. Ja, und ich bedanke mich, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, danke und tschüss.